Ja, wir befinden uns in der Aula der berühmten Karls-Universität in Prag, der ältesten Universität in Mitteleuropa, gegründet von Karl IV. Im Jahre 1348. Und es ist uns eine besondere Ehre und Freude, dass wir hier die neue Orgel in dieser Aula erstellen dürfen. Vor 2 Jahren lief ein Wettbewerb, eine Ausschreibung, bei der mehrere Kollegen beteiligt waren, mehrere Kollegen aus Tschechien, Kollegen aus dem deutschsprachigen Raum, ja selbst aus Italien und aus Kanada waren Firmen beteiligt. Und wir waren sehr glücklich, dass wir als Orgelmanufaktur Fleugels in Hartheim schließlich aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgingen, dass unser Entwurf, das Bild der Orgel, das wir hinter uns sehen, überzeugt hat, das musikalische Konzept überzeugt hat. Und vor einer Woche begann jetzt hier die Anlieferung der Orgel, die Montage. Und ja, das ist jetzt heute so auch für uns ein schöner Tag, für mich persönlich, dass ich die Montage besuchen darf und sehen kann, wie das Instrument hier wächst. Ja, zur Größe der Orgel. Die neue Orgel hier bekommt 31 klingende Register. Das ist eine ganz interessante Zusammensetzung. 13 Register sind in 8-Fuß-Lage, 13 Register sind 4-Fuß-Lage und höher und 5 Register sind 16-Fuß- und 32-Fuß-Lage. Man wird also bei dieser zweimanualigen Orgel mit Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal eine sehr große musikalische Bandbreite bei einer großen Grundtönigkeit darstellen können. Es sind sehr kräftige, laute Register dabei, wie eine Trompete, eine Oboe, eine Posaune. Wir haben einen 32 Fuß im Pedal, auch wenn er nur akustisch ist. Aber wir haben auch ganz leise Register in der Orgel bis hin zu einer Eoline 8 Fuß. Also die Bandbreite wird sehr groß sein. Es ist eine moderne Orgel, eine Orgel des 21. Jahrhunderts und man soll möglichst viel Musik darauf darstellen können. Das Haupteinsatzgebiet der Orgel sind natürlich die Entlassfeiern von den Studenten. Die Karls-Universität in Prag hat 50.000 eingeschriebene Studenten etwa und sie zählt zu einer der Elite-Universitäten der Welt. Und die Entlassfeiern finden alle hier in dieser Aula statt. Ich selbst durfte mal eine miterleben. Es ist schon beeindruckend, wie das hier in Prag abläuft, inklusive Orgelmusik. Und da freuen wir uns natürlich auch besonders, dass in Zukunft eben die Klänge von unserer Fleugelsorgel kommen werden. Ja, ich hatte schon erwähnt, die Orgel bekommt 31 klingende Register, verteilt auf 2 Manual und Pedal. Insgesamt werden es geringfügig über 1600 Pfeifen sein. Und was wir sehen im Prospekt, das ist der Bereich des Hauptwerks. Diese geschwungenen Felder, das ist so eine typische Fleugelsanordnung.
wie wir sie auch schon einige Male gemacht haben. Ursprünglich stammt diese Idee von Kitzingen. Dort wurde so ein Prospekttyp 1996 zum ersten Mal realisiert. Man hat dankenswerterweise für uns diesen Balkon, auf dem die Orgel sich befindet, in der Tiefe vergrößert. Er war am Anfang nur ca. 20 cm tief. Jetzt ist er gut einen Meter tief, sodass wir das komplette Hauptwerk dort unterbringen konnten. Und man hat diesen Balkon tiefer gesetzt, dass wir auch diese bewegten Türme frei architektonisch schön gestalten konnten. Die Architektur nimmt die zahlreichen Bewegungen des Raumes auf. Wenn man in der Aula ist, sieht man die alte gotische Erkerkapelle noch. Man sieht gotische Bögen, Türdurchgänge. Man sieht vermutlich auch hinter uns diesen runden Bogen, der so eher an Romanik dann noch erinnert. Es gibt mehrere flache Rundbögen im Raum. Es gibt Elemente des 20. Jahrhunderts bis hin zu einer Decke, die Albert Speer eingebaut haben soll in der leider schrecklichen Nazi-Zeit hier in Prag. Und wir haben einfach diese vielen Bewegungen versucht, in unseren Prospekt aufzunehmen, sodass sich viele Elemente des Raumes widerspiegeln. Aber eben, es sollte auch deutlich ein Kunstwerk, ein architektonisches, ja, kleines Highlight des 21. Jahrhunderts sein. Wie gesagt, wir sehen nur zunächst das Hauptwerk, das Schwellwerk und die Pedalregister. Die befinden sich dann hinter dem Bogen, der durch das Hauptwerk versteckt wird. Insgesamt hat der Raum drei kleine Emporen, drei Durchbrüche zu einem großen Raum dahinter. Und man hat uns damals freigestellt, wir können die Bögen nutzen, wie wir wollen. Wir hatten uns dann eben entschieden für den einen attraktiven Balkon, der genau dieser gotischen Kapelle gegenüberliegt. So ist zu diesem ältesten Einrichtungsteil oder Ausstattungsteil der Aula kommt jetzt genau als Pendant gegenüber der modernste, neueste Einrichtungsgegenstand mit unserer Orgel. Die Schwellwirkung, denken wir, wird sehr gut sein. Das Pedal kommt gut durch. Wir haben eben auch ein 32-Fuß-Fundament verwirklicht. Und ja, wir freuen uns einfach auf die Klänge und die Einweihung. Die Arbeiten werden jetzt hier noch im August und September 2021 vonstatten gehen. Und dann Anfang Oktober diesen Jahres wird die Orgel in Dienst gestellt und eingeweiht werden. So, wir befinden uns jetzt hinter der Orgel, hinter dem Prospekt, oben in einem großen Raum. Wir werden den Schwenk nachher sehen. Aus dem Raum sieht man diese drei Balkone, die drei Emporen. Und wir haben hier hinter den drei Balkonen einen sehr großen Raum, eigentlich mehr Platz, wie wir normalerweise auf Orgelemporen vorfinden. Wir konnten uns hier eine komplette Werkstatt einrichten und es sind eigentlich ideale Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig sehen wir noch eine zweite Besonderheit dieser Orgel. Diese Orgel hat zwei Spieltische. Hinter mir befindet sich der mechanische Spieltisch. Herr Kalfus, der Organist hier von der Universität, wird meistens hier oben sitzen und von hier oben spielen. Er sagt, er hat sich inzwischen hervorragend auf diese Situation eingestellt. Bei der Vorgängerorgel saß er auch immer hier oben, spielte praktisch hinter dem Instrument, hinter der Orgel. Und das wird eben auch diese Besonderheit sein. Vorhin sahen wir den elektrischen mobilen Spieltisch, der unten steht. Vermutlich werden Organisten, die hier Konzerte geben, immer wieder von unten spielen. Auch Herr Kalfus wird sich in der Anfangszeit unten das Instrument anhören und sich seine Vorstellung bilden, wie klingen die ganzen neuen Register im Raum. Ja, das ist eben das Besondere, eine Orgel, zwei Manuale, 31 Register, aber mit zwei Spieltischen, den mechanischen hier oben und den mobilen elektrischen unten in der Aula. Thank you.